Und 9 kam der Ball zu Maurizio Gaudino. Und was für ein Tor. 1:0 Führungstreffer. Und nachdem die Bayern-Fans wissen, dass dieses Spiel nicht verloren ging, sehen sie das sicher auch noch einmal gerne in Zeitlupe. Zimmermann beim Abstoß. Achten Sie auf den Pass. War er im Abseits oder nicht, der Fritz Walter? Der Ball lag jedenfalls im Netz. 2:0 durch jenen Mann, der zu einem der besten Torschützen avancierte in dieser Saison. Anpfiff durch Udo in der Pause und Dieter Hoeneß als Joker in der zweiten Halbzeit. Eckball Norbert Nachtwey mit leichter Verzögerung. Und Hoeneß, Anschlusstreffer zum 1:2. Das gibt ihm Auftrieb, dem Langen, nach langer Verletzungspause. In Wien noch wenig torgefährlich, aber in Ludwigshafen war er ganz der Alte. Augenthaler köpft den Ball zur Mitte. Dieter Hoeneß mit der Zehenspitze. Anschlusstreffer. Ausgerechnet ein Bayer. Aus Fürstenfeldbruck stammt er ja, Rainer Scholz. Erzielt das 3:1 für Walter. 68. Minute. Augenthaler reklamiert Foulspiel und treibt die Seinen nach vorne. Ein rassiges, temperamentvolles Spiel in der Schlussphase. Dieter Hoeneß. Sein zweites Tor, nur noch 3:2 für Walter. Herrliche Flanke von Hansi Flügler. Zimmermann schlecht postiert. Und auch mit dem Kopf ist er wieder da, der Dieter Hoeneß. Eine umstrittene Szene, die in der Zeitlupe ganz klar wird. Die Proteste berechtigt. Kein Abseits, wie wir gleich sehen werden. Dieter Hoeneß. Jetzt kommt das Abspiel und zwei Waldhöfer stehen dem Tor näher als Roland Wohlfahrt. Eine glatte Fehlentscheidung des Referees. Die letzte Spielminute läuft. Jetzt sogar schon die 91. Minute. Die letzte Chance für Bayern. Freistoß. Breme. Einen Tag vor seinem Geburtstag das schönste Geschenk. 3